Ja, echte Nahrung. Du siehst hier im Hintergrund eine frische Artischocke. Ein paar Blätter sind schon geschält und gelbe Rosen. Die Schönheit der Natur. Ich sage auch, was ich fühle, ist, das Leben darf ein Wandel in Schönheit sein. So wie indianische Völker sagen, Schönheit ober mir, Schönheit unter mir, Schönheit rechts und links von mir, vorne und hinten, Schönheit in mir. Und das ist etwas, was jeder fühlen kann. Du fühlst Schönheit. Du hast ein tiefes Gefühl davon. Und Schönheit ist meistens ein Zeichen von Eleganz. Und Eleganz ist auch immer ein Ausdruck für Bewusstsein. Also wenn du dir bewusst bist, dann erzeugt es auch immer ein Gefühl von Würde. Es erzeugt ein Gefühl von Stimmigkeit für den Moment. Es schafft eine Atmosphäre von Herzlichkeit, von Dankbarkeit, von Fülle. Dankbarkeit erschafft immer Fülle. Also wenn du mal gerade sehr unzufrieden bist, setz dich einfach mal hin und spür, für welche Kleinigkeiten du dankbar bist. Zum Beispiel einfach nur, wenn du sagen kannst, ich kann atmen im Moment. Ja, wenn du dieser Schönheit folgst, so meine Erfahrung, dann wirst du immer deinen Weg finden und dein Glück mehren können. Und indem du dein Glück mehrst, mehrst du das Glück aller, die mit dir sind, die um dich sind. Weil du kannst gar nicht anders, als sie mit deinem Glück anstecken oder das Glück in ihnen wecken. Ja, also ich beschäftige mich, seit ich lebe, mit Essen. Ja, natürlich haben wir auch von Anfang an gegessen. Ja, wir trinken die Milch der Mutter, dann nehmen wir verschiedene Pflanzen zu uns. Also ich bin Gott sei Dank noch so aufgewachsen, dass ich echte pürierte Gemüse und Obst bekommen habe als Baby, keine Fertignahrung. Und da fängt es eben schon an. Ja, was ist denn lebendige Nahrung? Was ist tote Nahrung? Tote Nahrung ist ja nicht nur Tiere, die geschlachtet werden. Und dann auch noch darfst du hinspüren, wie haben denn die vorher gelebt? Und bist du dir bewusst dessen, was du da kaufst, was du zu dir nimmst? Und das andere ist natürlich auch diese zwei Varianten wie Tiefkühlen, also einfrieren. Durchs Einfrieren verlieren die Elemente auch schon ihre Energie. Das heißt, da können gewisse, kann das Energiemuster, zum Beispiel von Vitaminen und Mineralien, nicht überleben. Und das Gleiche gilt für die Mikrowelle. Das heißt, damit kannst du auch noch einmal deine Nahrung unverdaulicher und weniger wertvoll machen. Im Gegensatz dazu, wenn du sie frisch pflückst, am besten natürlich aus dem Garten. Aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel eine Kooperation mit Farmern einzugehen, auch aus anderen Ländern. Wird natürlich ein bisschen mehr hin und her geschickt, aber das sage ich mal für den Übergang und für diese Transformation, wenn du vielleicht in einer Wohnung lebst und du hast gar keinen Garten und du kannst noch nicht wirtschaften, dann kannst du andere Farmer erfreuen und ihnen den Lebensunterhalt zahlen und du bekommst dafür die Ernte. Also ich finde das eine wunderbare Möglichkeit im Moment. Ja, bei mir selbst könnt ihr ja, das haben wahrscheinlich schon einige mitbekommen, die 10-Tages-Transformation auch genießen. Das ist eine Möglichkeit, dein volles genetisches Potenzial wirklich zu entfachen und einmal zu erleben, wie sich das überhaupt anfühlt, mit einem gereinigten Darm, mit einem gesunden Darm, mit einem gestärkten Darm. Wie gehst du dann durchs Leben? Und meine Erfahrung ist, du merkst das schon am ersten Tag, wenn du damit beginnst. Es ist so, dass du auch einige sich dafür interessieren, weil sie abnehmen möchten. Es ist eine ganz natürliche und gesättigte Art abzunehmen, beziehungsweise das Idealgewicht zu halten oder zu bekommen. Und ja, du isst quasi alle 2 Stunden. Du kriegst einmal einen Shake, wo du vollwertige Nahrung hast, die auch roh und vegan und Bioqualität hat, also nicht über 28 Grad erhitzt. Ganz, ganz lecker. Und alle 2 Stunden isst du frisches Obst und Gemüse. Ja.
Das kann ich nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ich mache es seither mindestens zweimal im Jahr, einfach weil es so gut tut. Ja, was fällt mir noch ein? Also ich zum Beispiel genieße das Essen auch gerne mit anderen gemeinsam. Also wenn du die Möglichkeit hast, teil dein Glück, teil auch diese Schönheit, ja? Also acht Augen freuen sich noch mehr als zwei. Es ist so schön, die Freude auch der anderen zu sehen, das Essen noch wirklich zu schätzen und mit Liebe auch auf den Teller zu legen, zu gestalten, zu verzieren, zu verzieren, zu schmücken. Ja, wie könntest du dein Leben mit deinem Essen noch beglücken? Und du bist, was du isst. Auch von dieser Seite her nochmal zu schauen, wer bist du im Moment, wie fühlt sich dein Körper an und wie könntest du das in eine noch feinere Balance bringen für noch mehr Wohlgefühl, noch mehr Glück, Entspannung vielleicht oder auch Anspannung, vielleicht mehr Muskulatur auf dem einen oder anderen Bereich. Ja. Das ist ein Thema, was mich sehr berührt und wo ich immer wieder was Neues entdecke. Ich freue mich, wenn ich dein Interesse und deine Lust geweckt habe, da einfach mehr zu forschen in deinem Leben und Neues auszuprobieren. Du darfst dich auch gerne melden, wenn du die 10-Tages-Transformation kennenlernen möchtest. Ich bin gern für dich da. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bei uns scheint ganz köstlich die Sonne. Die schicke ich dir jetzt rüber von Herz zu Herz und freue mich auf bald. Alles Liebe. Ciao.